Einen wunderschönen guten Nachmittag zu Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Ich hatte es mal als Let's Play geplant, dann war ich aber so mega demotiviert, es weiterzumachen, weil ich so oft gestorben bin. Und heute habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Spielen wir es im Stream. Ich gehe auf neues Spiel. Ja, ich weiß. Ja, ich muss meine Brille noch kurz aufsetzen. Weil sonst sehe ich nur die Hälfte und es wäre doof. Bei diesem Spiel handelt es sich um die vollständig neu gemasterte Kampagne des Originals Call of Duty Modern Warfare 2, das im Jahr 2009 veröffentlicht wurde. Alle Charaktere sind hier frei erfunden. Ja, bitte später fragen, weil da gibt es eine Mission, die möchte ich nicht spielen. Möchte ich schon spielen, aber nicht zeigen. Der Frischling, Sir. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Weil ich nicht weiß, halt Axel, weil ich nicht weiß, ob man die auf Twitch überhaupt zeigen darf. Und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Deswegen möchte ich das nicht spielen, weil ich bin mir da nicht unbedingt so sicher. Taxor, das nicht, aber. Ach, wie sage ich das jetzt, ohne zu spoilern? Ich weiß ja nicht, ob ihr das Spiel schon kennt. Je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Russen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und ich dachte, wir wären das. Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund, das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Kurve, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Okay, warte kurz. Ich werde gleich zu der einen Mission ein bisschen was sagen. Die eine Mission, die glaube ich nach der Grubenmission kommt, ist eine Mission, wo ich. Das, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, ich spoile ich jetzt trotzdem. Man kommt, man schleust, also man lässt sich in die gegnerische Dings einschleusen. Und man landet am Flughafen. Und da muss man Haufen Zivilisten abballern, die keine Waffen haben. Und die Mission ist irgendwie so. Keine Ahnung. Ich will halt auf Twitch ungern gebannt werden, nur weil ich die Mission zeige. Deswegen werden wir die wahrscheinlich überspringen. Höchstwahrscheinlich. Willkommen zu Abdrücken für Anfänger. Private Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Nicht für ungut. Aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziellos um sich ballern. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie ihnen, wovon ich rede.
Nehmen Sie die Waffe vom Tisch und feuern Sie auf die Ziele hinter Ihnen. Umdrehen und auf die Ziele feuern. Noch keine Zielvorrichtung benutzen. Ich will noch was klarstellen. Feuern Sie aus der Hüfte. Gesehen? Seine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Erst ducken, dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. So ungefähr? Mehr ist nicht dabei. Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Mit der Zielvorrichtung kann man auch schnell zwischen Zielen wechseln. Man benutzt die Zielvorrichtung und wechselt dann raus und wieder rein, um neue Ziele zu erfassen. Vorführen, Private. Wenn das Ziel nahe der anvisierten Position ist, kann man es erfassen, indem man die Zielvorrichtung benutzt. Private L, benutzen Sie die Zielvorrichtung, um das Ziel zu erfassen. So ist es richtig. Man muss seine Ziele schnell und kontrolliert erledigen. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Private, treffen Sie durch das Holz hindurch. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Private Allen, nehmen Sie die Splittergranaten vom Tisch. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. Hallo? Geht doch. Boom. Gut. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Gut. Danke für die Hilfe, Private Allen. Jetzt rüber zur Grube. General Shepard will sehen, wie Sie den Kurs bestehen. Also dann. Wer will zuerst? Ich will sehen, was Sie so gelernt haben. Ja. Gehen wir mal. Du siehst echt wie ein Mädchen. Wie du deine Waffe schon hältst. Als wenn du es zum ersten Mal machst. Komm, bitte. Bitte Kugel in den Kopf. Kein Problem. Ich gebe dir eine. Haha. Spielzeug. Hey, Private. Willkommen in der Grube. Ja. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus der Einheit für einen Spezialeinsatz. Entschuldigung. Okay, Sie haben also Ihre Pistole. Gut, jetzt zum Gewehrwechsel. Gut, jetzt wieder die Pistole nehmen. Gesehen, wie schnell das ging? Ich bin zu schnell für dich. Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu. Der beste Schütze kommt in den Primadonna-Trupp. Wenn das was für Sie ist. Mach auf. Okay, gehen Sie rein. Die Mach Zeit auf. Mit dem ersten Ziel. Shit. Tschüss, Jungs. Nicht gut genug, Alan. Zu wenig Ziele. Versuchen Sie es nochmal. Könntest du mir jemand anders stressen? Los,
nicht fantastisch. Rauf zu Ihrem Team oder gehen Sie wieder rein und wiederholen Sie den Kurs. Nochmal. Wie wenig Munition, dann hole ich mir halt noch welche. So, nochmal. Scheiße, jetzt hätte ich bei einer Mädel abgeschossen. Ich habe einige Ziele verfehlt, bin ein bisschen dumm im Kopf oder so. Wow. Komm schon. Komm, komm. Hab schon Schlechteres gesehen. Aber das geht besser. Rauf zu Ihrem Team oder gehen Sie wieder rein und wiederholen Sie den Kurs. Wir gehen, bleiben trotzdem auf Rekrut. Wo muss ich denn jetzt ein... Ja, da lass mich rein. Hallo. Wir sind die mächtigste Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben. Aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl. Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Dies ist eine Zeit für Helden, eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. An die Arbeit. Hi. Aua, 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 ich krieg die ganze Zeit aufs Felsbrett, Felsbrett, das ist nicht witzig. Heiliger. Ah, dass die immer so langsam laufen, Mann. Hallo? Achso. Welches Gebäude?
Gebäude ist es, Sir? Das große auf 1 Uhr! Hey Mann, welches Gebäude? Das große auf 1 Uhr. Hey Dave, welches ist es? Ist es das linke oder das rechte? Das linke. Ist das nicht etwas eng für das Sonderkommando? Hohoho, die ganze Kontrolle vibriert. Ja Mann, genau so! Nicht das! Bataillon, rückt vor! Okay, wir rücken vor! Da, da, das Gebäude stürzt ein! Wow! So, jetzt muss nicht versagen, Conny, ey, sonst wird's echt peinlich. Verstanden, Hunter 2. Ne, es sind meine Leute, okay. Zivilistenausschau halten. Angriff erlaubt es nur, wenn sie zuerst feuern. Die Dächer nach Feinden absuchen. Vorsichtig vorgehen. Irgendwas zu sehen? Nein. Alles wie ausgestorben. Hua. Hua. Overlord, hier Hunter 2-1. Überqueren Tunnel Harvey bei Straße Elizabeth. Roger, Hunter 2-1. Vorsichtig vorrücken. Aufpassen, Leute. Es ist wie im Wilden Westen hier. Roger. Auf die Gassen achten. Gebe Deckung. Ich möchte mit so einem Ding nicht gestreichelt werden. Drei Feinde auf dem Balkon auf 12 Uhr. Wahrscheinlich Milizkämpfer. Sind Sie bewaffnet? Negativ. Sie beobachten uns nur. Ich wette, Sie beobachten uns. Heißt nicht, dass wir auf Sie schießen dürfen. Ja, wir dürfen zwar nicht. Ich würde aber gerne, weil... Ich sehe überhaupt nichts. Alle Hunter-Fahrzeuge, hier ist Sergeant Foley. Bereit machen zum Angriff. Bereit machen zum Angriff. Feuer auf mehreren Richtungen. Dann legen wir mal los. Da sind ein Haufen Feinde vor und hinter uns. Jetzt gibt's Geschnetzeltes! Aber au! Was war das? Das war nicht gut. Au! Sag mal, jetzt reicht's aber hier. Warum bin ich eigentlich immer ich der... Warte mal, ich mach den Spielsound mal ein bisschen leiser. Sound. Da muss ich nicht so schreien. So. Wieso bin ich eigentlich immer der Kugeln futtert? Aua! Ey! Au! Oh shit. Oh scheiße. Jetzt reicht's mir. Sie bewegen sich oben. Weg von den Fenstern und die obere Etage sicher. Los, los! Kontakt genau da, damit ihr das hier sagt! Blendgranate da rein! Nein! Na oh Gott! Weil ich wieder vorrennen musste. Ist ja klar. Au, 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 au. Ah ja, da war ja was. Au! Lass, da, hallo? Dumm oder so? So, jetzt rechts mir. Hier, schluck das hier. Hab ich sie jetzt? Das sah eine Handgranate aus. Das Zimmer rechts gegangen.
Gott, man merkt, ich bin absolut raus, ne? Was wirklich Dings der Spieler angeht. Eiliges Unfall. Na, kommt her. Hab's jetzt langsam echt die Nase gestrichen. Voll, ey. Was war das gerade? Okay, Leute, kurze Pause.
So, jetzt können wir weitermachen. Sorry, wichtiger Besuch für meine Mom. Da musste ich kurz mal. Ah, lala. Boom. Ich liebe es. Du machst hier keine Mucke mehr, Kumpel. Nee, nee. Oh. Witzig, wir sind zu Fuß. Ich selber wollte mich nicht blenden. Verdammt. Oh, damit. Ja, laufen vor die Füße, ha? Ja, nee, immer im ungünstigsten Moment. Ah, das ist Sonne. Sorry, aber das mache ich. Oh, okay. Meine Herren, das war gute Arbeit in der Stadt. Private Allen, ab sofort erhalten Sie Ihre Befehle von mir. Ich erzähle Ihnen alles im Heli. Los! Geil. So. Ja, da hätten wir die erste Mission schon geschafft. Nice. Warten ja bloß noch 80 Millionen andere. Wie sehe ich aus? Wie einer von den bösen Jungs. Ideal für den Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis. Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht. Dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 141, eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. Vorbei, Roach. Los jetzt. Habe ich schon öfter erwähnt, dass ich die Mission dreimal verkackt habe? Nein? Tja. Was hatte ich gestern im Stream gesagt? Oder vorgestern? Genau. Ich hatte mich verdammte Höhenangst. Hier bleiben, auf mein Zeichen warten. Das Eis ist stabil. Mir nach. In Real Life würde ich sowas niemals machen. Ich bin doch nicht irre. Vor allem nicht an so einer Eiswand.
uns auf der anderen Seite. What? Geronimo! Ja, nee, ich hab nicht vor, loszulassen. Ich stehe nicht so auf Schmerzen. So, vor allem das dürfte verdammt schmerzhaft sein, wenn man da runterrasselt. Nee. So. Schöne eisige Aussicht, würde ich sagen. Hi. Da hoch? Ja, nee, ist klar, ne? Weil das ja auch so einfach geht. Ja, lieber geduckt laufen. Man weiß ja nie, ne? Und so schnell färbt sich das Eis auch rot. Nice. Nein, die hat keinen Schalldämpfer, deswegen lieber. So, ihr Lieben. Das wäre mein Heist für GTA. Ha? Richtig schön im Kalten. Oh. Sie übernehmen den da links. Bei 3. 1. Ja, ich habe Übung, ich geht ja. Ha. Übrigens, in meinem YouTube-Konto, wie auch immer, ist der Heist auf Elite gespielt worden. Zwei oder dreimal hintereinander, könnt ihr euch angucken. Nehmen? So. Ich sehe sie auch so gut wie nichts, ne? Außer Sicht bleiben. Wachen in Alarmbereitschaft. Ach komm, leck mich, ja? Vorne sind eine Menge Wachen. Der gehört mir. Okay. Verstecken. Sie haben eine Wache alarmiert. Verstecken, du bist witzig. Wie soll ich mich hier dann verstecken? Ha? Ich weiß, ich bin gut. Alter, mein Herz. Ich hasse solche Schleichmissionen. Vor allem, klar, Schneesturm praktisch, weil dann sehen die mich nicht sofort, aber es ist halt schon ganz was anderes. Von wo? Ich bin die ganze verfickte Zeit geschlichen. Von wo? Du verdammter Penner. Weg da mit dir. Weg da mit dir. Weg da mit dir.
Ey, ihr gebt mir auf die Nüsse. Siehst du? Da hilft das beste Training nichts. Ah. Ich aber nicht mit der Scheibe. Okay, jetzt muss ich halt wirklich mehr auf die Umgebung achten, weil wie hat der mich gesehen? Nix, sie lassen mich nochmal erwischen? Sicher nicht. Kein Bock, Alter. Nein, ja. So nicht. So haben wir ja mal nicht gewettet. Das ist ein Fahrzeug. Das ist doof. Ach du Scheiße. Ja, halt die Klappe, Digga. Du bist ja nicht derjenige, der hier rumläuft. Ich bin derjenige, der hier fast weggesnackt wird. Wir konnten nämlich sowieso mit Schalldämpfer eigentlich entdecken. So gut wie unmöglich, glaube ich. Na, da ist einer. Und da ist einer. Ja, du könntest ja eigentlich auch mal schießen, du Lampen. Mensch, du wunderbarer. Hey, das ist ein Savage. Nice. So was fliege ich in GTA fast immer. Wenn ich Atanta spiele. Roach, die Tankanlage ist am Nordostende der Landebahn. Ja. Bleib chillig. Gott, wie mir das Scheiße nervt. Ziel links. Außer Sicht bleiben. Wachen in Alarmbereitschaft. Achtung, der Truck hat angehalten. Vier Ziele sind ausgestiegen und sehen sich um. Sekunde. Aktivität auf der Landebahn. Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fuß. Du Scheiße. Das ist die Tankanlage. Sie haben sie gefunden. So. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Bereithalten. Für was? Um Bumm zu machen? Okay. Ich sehe rein gar nichts. Seht ihr irgendwas? Ich kann bloß das. Du verrätst mich nicht, du Penner. Wie komme ich da rein? Du Spaten? Ach, da unten, okay.
Landschaft genossen, was? Los geht's. Ich hab 6 Leute erschossen auf dem Weg hier rein. Aber ist okay, danke, verarsch mich ruhig. Ja, geht's halt vielleicht noch ein bisschen lauter. Du hast einen verdammten Schalldämpfer. Schon mal daran gedacht, den einfach eine Kugel in den Kopf zu jagen? Raufgehen und das ACS-Modul suchen. Okay. Ich glaube, das ist das hier. Roach, ich bin aufgeflogen. Still verhalten und Feuer einstellen. Roach, schnell, Plan B. Nicht an der Wand bleiben! Wir nehmen die Mix als Deckung und gehen über die Räuber! Sieht aus! Okay. Das wird jetzt alles aber nicht witzig. Hi! Ah Gott! Nein! Wie nice. Ich hasse sowas. Nicht an der Wand bleiben. Wir nehmen die Mixer als Deckung und gehen über die Räuber. Südosten. Rauch mir nach. Los. Die Waffe ist doof, hab ich das schon erwähnt? Ich mag die Waffe nicht. Ist die hier besser? Was? Worüber? Oh, okay. Ja, Feuerschutz sieht man ja, wie gut der Feuerschutz gibt. Wohin? Ach, da nach vorne, okay. Ja, jetzt bleib mal chillig. Ein Stein. Hui. Das sah lustig aus. Au. Erst. Das tut weh. Und schon reagiert mein... Achso, ich soll das dann nehmen? Ja, okay, von mir aus. Dann mal let's go! Feuer! Hui! Kilo 6-1, primärer Treffpunkt gefährdet, unterwegs zur Landezone mit Feindverfolgung. Wir treffen uns dort, over. Kilo 6-4, Kilo 6-1, verstanden, Ende. Weitere Ziele hinter uns, abschütteln, los, los! Abschütteln? Ey, dir schon verdammt nochmal bewusst, dass uns wahrscheinlich ein Heli mit Raketen folgt und hier auf den Bäumen sind und ich echt nicht Bock hab irgendwie. Ho, 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 ho.
Kann das Ding vielleicht auch ein bisschen schneller fahren? Nee, ne? Na komm schon. Na geht doch. Ja, was glaubst du, was ich mache? Auf die Bremse drücken? Du Wahnsinniger? Oh, verdammt. What the fuck? War lustig. Genau, kommen wir zu der Mission, die ich vorhin gesagt habe, und die werde ich überspringen. Tut mir leid, Leute, aber Weil ich will es nachher noch auf YouTube hochladen und ich weiß, dass genau die Stelle besonders heftig auf YouTube diskutiert wurde vor ein paar Jahren. Und nee, danke. Die Kennzeichen stimmen. Verstanden. Irgendwas von Rojas rechter Hand. Negativ. Sie haben schon zweimal angehalten. Kein Zeichen von ihm. Sie halten schon wieder an. Sekunde. Positive ID. Diese Kerle scheinen nicht froh zu sein, ihn zu sehen. Ghost, wir haben hier ein Problem. Runter! Runter! Er haut ab! Road, schnell los! Na los! Ghost, unser Fahrer ist tot! Boah, ich hasse es sowas, wenn Zivilisten langlaufen. Vorsichtig schießen! Wir brauchen ihn lebendig! Habe ich Betäubungsmunition? Wahrscheinlich keine, oder?
Ich will auch gar nicht wissen, was die da drin machen. Hi. Ah, ich hasse es. Ich wollte sagen, warum schießt du denn bitte nicht? Wer ist denn Schrot? Aua, Alter. Schrei mich nicht an, Kumpel. Alter, da kommt eine Granate. Da, schluck mal. Tut gut, glaub mir. Ey, von wo? Du miese Ratte. Au, au, au. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Ihr miesen kleinen netten Menschen habt einen Typen von mir schon angekratzt. Da ist eine Granate. Seid ihr irre? Glaubt ihr nicht wirklich, dass ihr übers Dach kommen könnt und mich? Es ist meine GTA-Taktik. Habt ihr wohl einen Vogel oder was? Meine Taktiken hier. Ey, ich hab ein Geschenk für euch. Schick ich gerne zurück. Und ein paar Kugeln in den Kopf schicke ich auch gleich mit. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe R1 gedrückt. Also, ja, für zurückwerfen. Hat ja anscheinend super funktioniert. So, nachladen. Könntest du vielleicht mal schneller nachladen? Ha? Oh, scheiße, Zivilisten. Warum müsst ihr auch direkt hier... Die sind da ein bisschen Baba, oder? Die können doch nicht hier jetzt mitten im Kriegsgebiet rumlaufen. Tschüss, Hühnchen. Ist doch irgendwer. Hallo? Geht doch, da bist du. Hey. Ja klar, du kannst jetzt auf einmal durch Türen schießen oder was, du Ampel. Bist du mal fertig mit Nachladen? Danke. Lad halt bitte ein bisschen schneller nach. In der Hand explodiert, ich krieg eine Krise. Ja klar, das war ja das, wo er so super langsam nachgeladen hat.
Ich habe auch Rekrut und sterbe schon so oft, ey. Das ist ja nicht mehr feierlich. Hier kriegst du mal eine Rakete zum Handgranate zum Schmecken. Wo sind ehrlich meine Jungs hin? Machen die Urlaub oder was? Bin ich jetzt der Einzige, der übrig ist oder wie? Wirklich? Geht eine ganze verfluchte Armee? Könntest du bitte auch so sprechen, damit ich es verstehe? Danke. Ha? Oh. Okay, ja klar. Da passiert wieder nichts, ist klar. So. Sie müssen es selbst regeln. Ey, ihr seid ja wohl nicht mehr ganz knusper in der Optik. Wie? Wo? Das wurde wieder mal nicht angezeigt. Oder ich habe es wieder mal nicht gesehen, trotz Brille. Geil. Hündchen. Wir haben keine Zeit für Verstärkungen. Sie müssen das selbst regeln. Viel Glück, Ende. Na komm schon. Au. So, den habe ich jetzt erstmal kastriert. Das ist Feindgebiet, Roach. Die kennen sich genau aus. Achten Sie auf Hinterhalt und gehen Sie vorsichtig vor. Ungefähr so. Ja, Raketenwerfer habe ich auch schon mitbekommen, ja, danke. Roach, wir sind unter starkem Beschuss von der Miliz, aber ich verfolge Rojas immer noch. Er geht in ein Gebäude. Sehen Sie ihn gewusst? Bestätigt. Er klettert auf ein Dach und trägt einen schwarzen Sack. Das wird ihn aufhalten. Roach, wir verhindern, dass er wieder umkehrt. Weiter vor und unterfangen. Los, los. Ey, jetzt reicht's mir aber. Stirb halt einfach. Ihr seid so dermaßen dämlich. Wie kann man einen Typen verlieren, der einen schwarzen Sack auf dem Rücken trägt? Oh, Entschuldigung. Fall irgendwas hasse ich die Waffe. Au, sag mal. Ich hab keine mehr, du Ampel. Klar, jetzt wo ich eine super Waffe hab. Gibt's ja nicht. Rojas immer noch. Er geht in ein Gebäude. Sehen Sie ihn gewusst? Richtig.
bin ich vorerst sicher. Ja, ja, halt die Klappe, Mann. Ah, jetzt geht mir das aber tierisch auf die Nüsse hier. Wo ist denn dieser verdammte Penner? Ach, da oben. Alter, ja nicht nur du. Ah, ich schicke euch was. Ich glaube, ich sollte das wirklich mit der Schrot lassen, die ist für die Mission nix. So sieht es natürlich anders aus. Na kommt schon. Ich bin weggelaufen. Ihr habt es gesehen. Was? Eine Rakete, die einfach mal null trifft oder was? Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Dach bist du, Penner. Kann ich jetzt vor? Oder ist da noch irgend so ein Komiker? Nein, Baba. Okay, Leute. Ich glaube, ich beende es für heute. Kann man hier zwischenspeichern? Speichern und Ende, ja. Leute, wenn euch das gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Das Video wird spätestens heute nach dem Abendessen auf YouTube hochgeladen. Ich sage erstmal für die Leute hier auf Twitch, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Denkt dran, am Mittwoch morgen gibt es keinen 12-Stunden-Stream, weil ich es morgen zeitlich durch einen Termin nicht schaffe. Aber wir sehen uns dann spätestens am Donnerstag zu einem 12-Stunden-Stream. Aber ich gebe dir noch genauere Infos auf Twitter, Insta und sonst wo Bescheid, wo ihr mir halt überall folgen könnt. Genau. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.
Warte mal, ich schau mal, ob ich euch irgendwo rüber raiden kann. Wer gerade online ist. Ist gerade irgendwer online, der dich. Ich raide euch jetzt einfach zu lieben Sweet Childs rüber. Genau. Man soll den Stream nie ohne ein Raid beenden. Handy, könntest du einmal das bitte tun, was ich will? Links neben uns und uns. So, ihr Lieben, bis dann, tschüss.